für Wladimir Klitschko mit der preisgekrönten Speerdivision The World Championships of Magic von Zita. Seit diesem Sommer ist es uns wirklich allen klar. Es gibt sie tatsächlich, die globale Erwärmung. London zum Beispiel stöhnte über 41 Grad. Und wenn das so weitergeht, dann wachsen hier bei uns bald Palmen. Allerhöchste Zeit also für neue Nahverkehrsmittel. Einer der führenden Top-Journalisten Deutschlands hat dieses Thema für uns in wochenlanger Arbeit akribisch recherchiert. Immer ganz dran und knallhart nachgefragt. So nüchtern wie möglich. Heute blickt er für uns in die Zukunft. Der Chefredakteur vom Grevenbrocher Tagblatt, Horst Schlemmer. Ihr wisst Bescheid, ne? Meine Damen und Herren, ich komme gerade direkt vom Automobilsalon in Genf. Und ich habe euch, liebe Freunde hier im Zirkus Krone, das allerneueste Sondermodell mitgebracht. Und zwar ist das Kamel Cabrio GTS Turbo. Ja, jetzt werdet ihr sagen, ist der Schlemmer durchgeknallt, ne? Ihr wisst, ich habe ja normalerweise habe ich Rücken, ich habe Füße und Kreislauf. Aber ich muss sagen, ihr auf der Tanja, also das schmeichelt dem Steiß. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, es ist wahr. Ich sitze ganz, ich wollte erst mein Kamel haben, sehen, was? Aber dann hättet ihr mich wahrscheinlich nicht gesehen. Freunde, jetzt wird der ein oder andere sich fragen, ja, alles schön und gut, aber wie ist das mit dem Rückwärts-Einparken? Ich kann euch verraten, auch das ist kein Problem. Meine Fahrlehrerin habe ich ja dabei, Schätzelein, ja. Und wir machen jetzt mal Rückwärts-Einparken. Ist es recht? Ja, na, da machen wir jetzt mal eine schöne langsame Pirouette. Weißt du Bescheid? Ja, ich bin noch am Üben. Oh, jetzt habe ich Kreislauf, ich habe Kreislauf. Ja, nee, hat sie schön gemacht. Freunde, ihr habt, ja, vielleicht mal, mein lieber Christoph, ich bin ja auch nicht angeschnallt. Und das Schöne ist, wenn du jetzt beispielsweise falsch einparkst, macht nichts. Ich meine, wo will die Politesse hier den Strafzettel festmachen, weißt du? Freunde, aber natürlich geht es auch schneller für die Freunde der Geschwindigkeit. Ja, bis der Höcker hoch, Freunde. Scheiße, jetzt habe ich Kreislauf. Also ihr seht, ja, Schätzelein, du machst dich verrückt. Es reicht. Freunde, jetzt werdet ihr sagen, wie ist das? Nein, lieber Scholli, jetzt habe ich mir was eingeklemmt. Nein, ihr werdet sagen, alles schön und gut, wie der Schlemmer da oben so drauf sitzt. Aber wie ist es mit dem Aussteigen? Ja, das ist natürlich ein hochgelegtes Cabriolet, liebe Freunde. Und das Aussteigen ist so eine Sache. Ja, na, Schätzelein, bist du mal so lieb, dass wir einmal absteigen. Tanja, du weißt Bescheid, da braucht man jetzt eine gute Viertelstunde für. Der Höcker müffelt auch so ein bisschen, meine ich. So, jetzt machen wir ab. Tanja, Schätzelein, schön. Ah, jetzt ist er. Jetzt, ja, ich weiß. Ich will unten. Oh, Schätzelein. Schätzelein, ja, du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz, bist du, ne? Ja. Also erst mal ein Küsschen. Freunde,
ich bin ganz ehrlich, Zentralverriegelung habe ich jetzt noch nicht gefunden, weiß ich nicht, wie das geht. Aber wenn der Wagen, in dem Fall das Kamel Cabrio, wenn das jetzt liegen bleibt, ist kein Problem. Es kommt in dem Fall nicht der ADAC, es kommt direkt der Beduine. Bist du... Ja, nee, Freunde, aber ich meine, Deutschland ist am global erwärmen. Sind wir ganz ehrlich, das ist ein ernstes Thema. Nee? Klimawandel steht bevor, der Wasserpegel steigt. Aus blühenden Landschaften werden Wüsten, wobei mit der blühenden Landschaft, das war sowieso nur so. Weißt du, nein, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, aber Grevenbroich ist Wald an der Nordsee. Ne? Hessen wird Sahara. Und Bayern war ja eh schon immer das wilde Kurdistan der Republik gewesen. Meine ich, Frau Speide, weißt du, meine ich mache nur Spaß. Freunde, und Frau Speidel, wenn Sie mal auf die Mundbewegung achten von dem Kamel, das unterhält sich selbst. Weißt du, muss nicht tanken. Ich hab natürlich schon... Frau Speidel, da die sind Zweisitzer. Hätten Sie Lust auf eine Probe Farb, ihr beide? Würden Sie machen? Das ist ganz windschnittig. Ziehen Sie sich nachher eine andere Hose an, gehen wir beide drauf. Schitzelein, du bist auch ein Verrücktes. Ja, ich bin so ein bisschen an Kamel am Riechen. Freunde, nein. Sicher, jetzt sagt natürlich der Autofahrer, der Kenner wird sagen, Freunde, der Rückspiegel. Wie betrachte ich den rückwärtigen Verkehr? Auch da ist natürlich für Ihr Schätzelein, ja, du weißt Bescheid. Das geht ganz einfach, Freunde. Und zwar musst du den auf diese Seite, ne? Rückwärtigen Verkehr kannst du so beobachten. Guck, das geht ganz einfach. Verstehst du, was ich meine? Dann sitzt du, jetzt gehen wir wieder hoch. Wir versuchen es zumindest. Schätzelein. Oh, ich bin oben. Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht euch nicht verrückt. Oh, Schätzelein, du bist am Wackeln. Freunde. Der unwiderstehliche Horst Schlemmer alias Harpe Kerkeling mit seinem neuen Stadtauto.